Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei der Firma TDE. Als allererstes muss ich euch Sören vorstellen. Sören war bisher noch nicht vor der Kamera, aber wir sind relativ häufig und eng in Kontakt, weil immer, wenn mir irgendwas Dämliches wieder einfällt. Sehr häufig. Häufig melde ich mich kurz, ne? Weil das ist das Coole bei euch. Bei euch ist einfach jeder, muss man schon so sagen, eigentlich Tuner und macht eigentlich genau diesen Scheiß jeden Tag. Ja, eigentlich kommt jeder aus dem Hobby hierher, ne? Warum sind wir heute hier? Ganz einfach. Dieses Gehäuse habt ihr in den Videos mittlerweile ein paar Mal gesehen. Das war nämlich schon bei Oma Golf drin. Das war schon in Marios Golf drin. Und jetzt kommt es wieder in Marios Golf rein, weil heute gibt es ein Upgrade. Genau. Ich weiß nicht, wie viele Videos wir schon über Upgrade-Turbolader gemacht haben, aber ein Upgrade fürs Upgrade fürs Upgrade ist halt einfach immer geil. Und wenn wir dann am Ende noch wissen, ob es was bringt oder nicht, noch cooler. So, eine Information kann ich euch an der Stelle schon mal geben. Wir waren letztes Jahr mit Oma Golf auf dem Prüfstand, Radnabe. 1072 PS. Jetzt hat der Prüfstandsbetreiber endlich ein Update für den Prüfstand gemacht. Jetzt konnte das Ding auch endlich wieder die Motorleistung errechnen. Waren über 1100 PS am Motor. Sehr gut. Und das mit der alten Turbine. Genau, das ist SX300, die größte Variante. Mit Motorschaden. So, jetzt die Zuschauer einmal aufklären. Der Lader, der hier liegt, ist nicht von Oma. Oma läuft, wie ihr im letzten Video gesehen habt, sondern von Marios Golf. Marios Golf einmal gefahren. Wir waren einmal auf dem Prüfstand und sind einmal gefahren. Vorher ganz ehrlich mit Marios drüber gesprochen, was wollen wir machen? Willst du, dass das Auto einfach nur läuft und ein bisschen fahren? Oder willst du das machen, wofür das Auto gebaut ist? Das heißt all in, gucken, wie schnell das Auto ist. Das haben wir auch gemacht und dann kam es zu einem Defekt. Ihr habt es in den Livestream gesehen. Der Motor ist breit. Wir wissen bis heute nicht so genau, was da passiert ist. Fakt ist, es hat Sprit gefehlt, es war zu mager und ist jetzt kaputt. Genau. Wir da kam Sören ins Spiel. Variante. Ja, ich habe... Dann hat es Bing WhatsApp gemacht und auf einmal kam ein Foto. Genau, es gibt eine neue Turbinenvariante für diese SX300. Die hat um und bei knapp 2 mm mehr Auslass und Einlass. Und auch, was natürlich am meisten auffällt, ein anderes Design. Ein Splitblade-Design, was jetzt von einem amerikanischen Hersteller so in Serie gekommen ist. Und wir haben da noch keine Erfahrung mitgemacht und das testen wir jetzt mal mit dir. Erstmal für die Zuschauer, jeder kennt das Wort Upgrade oder Upgrade-Turbolader. Mhm. Was genau heißt das? Was macht man eigentlich? Also wie kann man aus so einem Lader überhaupt mehr Leistung ausholen? Laderleistung erhöhen tust du immer über größeres Verdichterrad und natürlich größere Abgasseite. Turbinenrad. Und im Zweifelsfall oder in den meisten Fällen ist es auch so, dass du die Lagerung mit ändern musst. In unserem Fall waren wir ja schon mal hier. Ich weiß gar nicht, ob es da auch ein Video zu gab. Auf jeden Fall, der Upgrade-Lader hat schon damals ein Upgrade bekommen. Mhm. Da hatten wir nur einen größeren Verdichter draufgesteckt. Also das Teil war auch schon nicht Bockwarner, ne? Nee, das ist schon die größere Variante für die Turbine gewesen. Mhm. Auf Original. Und jetzt gibt es neue Turbine. Wir belassen aber das Rad beim alten. Das Verdichterrad ist eigentlich ausreichend. Wir schauen nur, dass wir es abgasseitig entdrosseln. Weil das Verdichterrad ist schon echt enorm groß. Ja. Kann man schon mit arbeiten. Ja, es hat 116 mm Austritt. 116? Mhm. Das hat schon ordentlich. Das heißt, du sagst, dass in unserem Fall definitiv die Restriktion eher die Abgasseite war. Ja. Also haben wir auch so gemessen, weil auf dem Prüfstand hatten wir dann irgendwann, ich glaube, es waren schon wieder 5, 6 bar Gegendruck im Krümmer, was halt immer ein Zeichen ist, dass die Abgase hier einfach nicht mehr durch können. Genau. Was denkst du, was hier jetzt so geht? Also du sagst, es ist 2 mm größer, das ist Punkt 1. Also ich sage, alleine durch die Größe und durch die Splitblade-Design schätze ich mal irgendwas zwischen 50 und 100 PS. Ich hätte sogar fast mehr gedacht. Ja, schauen wir mal. Weil in den Größenordnungen, klar, 50 oder 80 PS ist viel Leistung bei 1000 PS oder 1100 PS. Aber andererseits wiederum, ich finde schon... Also bei weniger Druck muss man auch noch dazu sagen. Ne? Ja. Also ich denke mal, der Ladedruck wird etwas runtergehen, aber die Füllung wird besser. Splitblade heißt, hier seht ihr, dass die Blades alle durchgehend sind. Und hier ist es geteilt. Genau. Kennt man ja eigentlich auch vom Verdichterrad. Wenn ich das jetzt mal daneben hälte, seht ihr, dass das da genauso ist. Also genau. Auch ein langes Blade, ein kurzes Blade. Warum ist das so? Also was hat man sich dabei gedacht? Das ist für die unterschiedlichen Druckbereiche. Bei der Turbine hofft man sich natürlich dadurch, dass man mehr Schaufeln insgesamt hat, dass das Spool besser wird, aber im hohen Durchfluss, dadurch, dass die eine Schaufel gekürzt ist, das ist wie wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht ein Cutback, der Turbinenaustritt ist halt verkürzt in dem Moment und ich habe mehr Flow. Ah. Das heißt, man hofft, dass
unter Maximaldrehzahl, übertrieben gesagt, die es durch diese Fläche strömt und nicht mehr durch die kleinen Flächen strömt. Also es muss ja trotzdem durch, aber... Nee, doch schon überall, aber es ist wie wenn ich ein Cutback mache. Das Abgas verlässt schneller die Turbine, wie wenn jetzt das Blade zum Beispiel genau gerade 90 Grad wäre. Mhm. Genau. Mhm. Aber in Summe kann man schon sagen, je offener die Turbine, theoretisch je mehr geht durch. Mehr Durchsatz, ja. Wir haben bei anderen Turbinen haben wir das in gleichen Größen ausprobiert. Nicht in den Dimensionen, aber in kleineren. Und da ist es bei weniger Flügeln, zum Beispiel von 12 auf 9, hatten wir so Abgasmehrvolumen so zwischen 15% und 20%. Und bei gleicher Größe. Und wenn das Volumen dann mehr wird, ist dann zeitgleich das Ansprechverhalten auch schlechter? Oder nein. Kann man da auch noch mal viel über nicht, Winkel? Nicht zwingend, nein. Und dann letzter Punkt ist auch noch die Paarung zusammen. Weil man darf immer nicht vergessen, das steckt auf einer Welle zusammen. Genau. Das heißt, automatisch machen leider beide Seiten die gleiche Drehzahl. Das ja, heißt, wenn das ist das immer stark verbunden, ja. So, das heißt, die Paarung ist ja, glaube ich, so eigentlich mit das Wichtigste, oder nicht? Es, man sagt halt, das Matching sollte schon passen. Und das war halt mit dem Verdichterrad, mit der Turbine eigentlich nicht passend. Mhm. Also das hat man ja gesehen, der Gegendruck war zu hoch. Wenn das Matching jetzt besser wird, weil wir mehr Gegendruck auf der Turbine entlasten können, funktioniert die Turbine wahrscheinlich besser. Und sie wird wahrscheinlich auch sogar ein Ticken besser spulen. Aber das heißt jetzt, der Verdichter hätte noch mehr Drehzahl gebraucht oder hat schon zu viel Drehzahl gehabt? Oder wenn der Gegendruck hochgeht, geht die Drehzahl auch hoch. Mhm. Und in dem Moment, wenn du es hinten entlastest, hast du aber weniger Drehzahl und aber mehr Durchfluss. Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, die Paarung... Es ist auch irgendwann, wenn die Drehzahl steigt, wenn man jetzt zum Beispiel eine undichte Leerluftstrecke hat, kann die Drehzahl zum Beispiel steigen von 120.000 auf 160.000. Dann setzt die Turbine nichts mehr durch. Dann geht der Gegendruck auf einen Schlag nach oben. 5-6 Bar Gegendruck, obwohl es vorher nur 2,5 Bar waren. Mhm. Das heißt, irgendwann kann man wirklich sagen, stopft so ein Teil und ab Drehzahl X geht einfach nicht mehr durch. Ja genau, da ist die Drehzahl einfach zu hoch. Gefährlich ist natürlich die Drehzahl immer vom Radrücken. Das gibt die Maximaldrehzahl her. Von der Umfangsgeschwindigkeit 580 Meter die Sekunde. Mhm. Wenn man das übersteigt, kann das Rad platzen. Ah. Also das gibt die Maximaldrehzahl vor. Und das ist immer so? Das ist bei jedem Turbolader so. Deswegen gibt es halt in den Motorsportanwendungen, waren früher zum Beispiel die alten K27, die waren halt riesige Abgasseiten, kleine Verdichter. Konntest viel Drehzahl fahren, das ist nicht kaputt gegangen. Aber das Gleiche ist logischerweise auf der Abgasseite auch. Also die fliegt ja noch eher dann auseinander, oder? Nee. Deswegen ist sie immer kleiner. Oder die würde auch das Gleiche können? Ach krass, ich hätte gedacht... Das ist immer der größte Durchmesser, der explodiert. Abgasseite ist immer ein Temperaturproblem. Mhm. Verstehe. Und das heißt, wir gehen davon aus, dass drehzahlmäßig die Welle am Ende weniger dreht. Sogar, als die alte. Die wird bei gleicher Leistung weniger Drehzahl haben, 100%. Was für mehr Durchlass. Genau. Kurz zum, wie war der Zustand des Laders? Weil der hat eigentlich gar nichts gesehen. Also wir waren einmal auf dem Prüfstand und einmal sind wir 4 Läufe geradeaus gefahren. Ja, wie gesagt, außer dass die Abgasturbine halt massiv beschädigt ist im Eintritt durch den Motorschaden. Klar, die Lager, die Turbinenwelle läuft immer leicht an, dadurch, dass diese SX300 Rumpfgruppen nur ölgekühlt sind. Mhm. Ist jetzt aber hier kaum von Nachteil, weil Viertelmeile stehst du ja nie im Stau. Aber das heißt wirklich, wenn die Rumpfgruppe hier Wasser dran hätte, wäre das nicht? Ja. Ah, okay. Das heißt, das Wasser macht schon mehr, als man eigentlich denkt. Ja, natürlich. Mhm. Das Öl kühlt natürlich auch. Der Öldurchfluss in so einer Rumpfgruppe, die ölgekühlt ist, ist auch wesentlich höher wie in einer, die wassergekühlt ist. Aber die Kühlung ist mit einem wassergekühlten doch wesentlich besser. Mhm. Also das sieht man auch, wenn man jetzt Autos sieht, die mit so einem SX300 im Stadtverkehr fahren, wirklich im Straßenbetrieb. Die hinteren Lager sind immer komplett verbrannt. Also die sind komplett dunkel, schwarz mit Ölkohle. Und das sind dann meistens auch die Schäden bei den SX300. Also müsste man eigentlich schon doch einen Wassermantel rummachen. Aber klar, der Anwendungszweck ist halt das. Ne? Und sonst ganz normal die drei Lager, weil sieht auch gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ne? Nö, also der Druck hat dem jetzt nicht so viel ausgemacht. Klar, es ist ein bisschen was durchgegangen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das über die erhöhte Leistung oder Gegendruck gekommen ist, sondern eher, dass ein paar Partikel durchs Öl durchgegangen, weil wir das Gleiche auch in den Radiallagern innen haben. Mhm. Weil man kennt es ja teilweise auch, dass hier schon richtig, dass das sich schon richtig... Ja, richtig durchgefressen hat. Das ist dann immer Gegendruck zu hoch. Okay, oder es war halt in dem Fall einfach die Zeit zu kurz, ne? dass es dann noch nicht reicht. Wir hatten ja auch schon Lader, wo ein paar Sekunden reichen, dass das da sofort sich... Ja, wenn da zu viel, wenn du, genau. Ja, okay, also Ende vom Lied ist, dass wenn wir heute einen Turbolader zusammengebaut haben, der hoffentlich 100 PS mehr macht und dementsprechend die 100 PS auch deutlich entspannter macht als die alte Leistung. Ja. Hoffentlich. Ich denke mal, die Leistung wird so um die 100 PS. Wird schon hinkommen.
Dafür müssen wir logischerweise, vermute ich mal, weil du sagst, die Turbine ist größer, das heißt, die wird hier nicht mehr reinpassen. Genau, die muss jetzt, das Gehäuse muss jetzt gefräst werden. Das Programm haben wir schon gemacht. Wir gehen jetzt einfach runter, gebe es meinem Kollegen, der fräst schnell durch und dann können wir hier weitermachen. Danach zusammenbauen, wuchten. Verdichtergehäuse kann theoretisch alt bleiben, weil gleiche Rad. Man hatte natürlich Verdichter, ja genau, wir haben den Stutzen jetzt ersetzt, weil der halt doch Spuren hatte hier vorne. Und im Motorsportbereich, ne, soll es natürlich schon das Beste vom Besten sein. Deswegen, wenn da irgendwelche Beschädigungen sind, wird es ersetzt. Was haben wir hier? Das sind Wuchtmarken von der Turbine. Die Turbine ist einzeln statisch gewuchtet. Mhm. Ist auf der Rückseite und auch vorne auf der Vorderseite sieht man diese Wuchtmarken. Das heißt, die ist einzeln schon mal vorgewuchtet, dass die genau. Als Einzelteil schon mal null gewuchtet ist. Die funktioniert schon mal als Einzelteil. Das sind alle Einzelteile, also Turbinenrad wie auch Verdichterrad werden einzeln vorgewuchtet. Das Verdichterrad hat hier zum Beispiel auch eine Wuchtmarke. Das ist auch vorgewuchtet. Mhm. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es so gut wie unmöglich, die Bauteile im Kompletten dynamisch zu wuchten. Mhm. Weil man sieht schon, da fehlt schon richtig Material. Und ich kann es ja, wenn es eingespannt ist, die ganze Rumpfgruppe kann ich nur vorne an der Welle hin, ja. Und am Verdichter schleifen, aber ich komme hier hinten gar nicht hin. Der groß entscheidend ist ja auch der Spalt hier drin. Genau. Der bleibt gleich oder wird der auch verändert? Der ändert sich minimal die Tipphöhe, ja. Auch noch, okay. Weil klar, wenn da natürlich ein breiterer Spalt drin ist, geht da natürlich auch viel mehr durch. Wobei das Gehäuse schon krass, ne? Also es sieht jetzt nicht so groß aus. Ja, durch die Thermoisolierung wird es natürlich schon aber größer. Aber wenn man hier so mal so reinguckt, was das Ding an Volumen hat, das ist ein 1,27er. Ja, das ist für den Straßenverkehr super. Es war wirklich so ein Auto, du trittst rein und es passiert aber gar nichts. Ja, genau. So, ne, und dann wartest du, passiert immer noch nichts. Ja. Wartest du, passiert immer noch nichts. Und dann ist der Gang vorbei. Ja, genau. So, ne, und so ist es wirklich erste und zweite Gang. Und dritter, es ist auch ganz krass der Unterschied zwischen dem. Und auf dem Oma-Golf habe ich aktuell einen 1,1er drauf. Und man eigentlich denken würde, das ist ja nicht so krass der Unterschied. Doch, aber schon, zwischen 1,1 und 1,27 waren wirklich. Ja, da liegen Welten, da liegen ein paar hundert Umdrehungen, also mehrere hundert Umdrehungen. Okay. Ja, dann gehen wir mal runter. So. Das Programm haben wir schon vorbereitet, müssen wir es mal aufspannen. Der nimmt ja auch nicht so viel Material weg. Die Maschine habt ihr nur für genau diese Arbeiten oder was macht ihr sonst auf der Maschine, was? Ja, auf der Fräse machen wir so ziemlich alles. Also Allrounder. Das, ja, genau, das ist unser Allrounder. Da machen wir Turbinengehäuse, da können wir auch Alu-Sachen drauf machen. Bearbeiten Gussteile, also Lagergehäuse, Lager fertigen wir hier selber drauf. Dafür ist die Maschine da. Und hat die schon mit so einem Guss schon zu kämpfen oder ist der egal, die fährt überall durch? Ja, die fährt überall durch, aber natürlich bei so hitzebeständigen Materialien, da leidet das Werkzeug halt schon. Also die Platten müssen schon öfters gewechselt werden. Und das hier ist jetzt von euch nur ein Adapter, um das Ganze vernünftig zu spannen? Genau, das ist nur ein Adapterring, dass wir es auf unsere Vorrichtung kriegen. Weil ja die Volute hier mit dem Isolierten natürlich hoch steht. Ach, und ich muss es ja irgendwie befestigen. Genau, das ist nur so ein Adapterring, den wir dafür jetzt gemacht haben. Und dann fräsen wir so hier rein. Genau. Der fräst erst den oberen, also erst hast du das Programm, das Bauteil an, richtet es aus. Und dann fährt er erst den oberen Zylinder, dann fährt er den unteren Zylinder und dann zeilt er die Kontur runter. Wenn dieser Durchmesser von eurem Adapter jetzt nicht groß genug wäre, würdet ihr auch hammerhart mit durchfahren und den gleich in dem Zug? Ja, natürlich. Wenn das nicht passt, ist das auch mit weg. Ist das auch mit weg, okay. Ja, okay, dann let's go hier. Ja. Es ist natürlich schon geil, wenn man das Haus intern alles, ne? Stell dir mal vor, ihr müsstet das jetzt wieder zu irgendeinem Fräser bringen. Den musst du wieder erstmal erklären, was eigentlich... Nee, das muss alles hier im Haus passieren. Deswegen haben wir ja auch den ganzen Maschinenpark. Ja. Musst du zwischendurch einmal Werkzeug wechseln oder fährt er das in eins durch mit einem Werkzeug? Nee, das sind verschiedene Werkzeuge. Ah, aber ich wollte schon sagen, ne? Weil der muss ja so um die Kurve so ein bisschen rum. Jetzt haben wir die Vorrichtung an für die Z-Höhe. Zippt das Zentrum auf. Ist relativ knapp zu den Schraubenköpfen. Das heißt, der erkennt jetzt die Lage von dem Bauteil und schiebt sich automatisch die Nulllage rein. Genau. Dass er ganz genau weiß, wo. Du weißt ganz genau, wo ist mein Zentrum. Wo ich anfangen muss zu fräsen. Da ist die Höhe. Ich
normalerweise? Nee, das können wir jetzt öfters machen. Nee, also nur einmalig meine ich, das ist jetzt aber wirklich ein Programm da drin, was nur dieses Gehäuse mit der Turbine ist. Also davon kann man jetzt mehrere machen, aber morgen halt logischerweise die Turbine auf einem anderen Gehäuse. Hast du zwar die Kontur, du musst es trotzdem einmal neu programmieren. Ja, ist immer anders, weil du hast unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Gehäuse. Der engratet ja später auch die Gehäuse und das ist ja alles individuell. Ist jetzt erstmal ein Käse-Spezial wieder und wird dann eventuell irgendwann später wieder ein fertiges Programm. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Step für diesen Lader, weil der hat ja vorher 1100 gemacht, auf Maximum ausgequetscht. Das soll der Lader auch ungefähr können. Wenn der jetzt in Richtung 1200 geht, ist das halt einfach gleich nochmal eine andere Liga. Also das Versichtbarat kann die 1200 auf jeden Fall. 100, was sagtest du, 118 im Auslass, ne? Ja, 116. 116 ist geil. Wie lange braucht die? Geld? Knapp 20 Minuten. 20 Minuten, okay. Gehen wir einen Kaffee trinken und gleich geht's weiter. Ah, Waage, sehr gut. Ja. Weil mir ist nämlich eine Sache unten an der Fräse eingefallen. Thema Gewicht ist ja bei Laufzeug auch immer so eine Sache. Oder eine untergeordnete Rolle bei der Größe? Ja, kommt auf mehreres an. Ich würde eher sagen, die Laufzeugkombi ist entscheidender wie das Gewicht selber an sich. Mhm. Ist natürlich trotzdem interessant, ob eine leichtere Turbine... Aber man kann schon sagen, leichter immer besser. Definitiv. Tendenziell ja. Mhm. Mhm. So, die alte hat... 571,8. Genau. Und die neue 534,9. 35 Gramm weniger. Ein bisschen mehr sogar. Ja. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn es schon mal nicht schwerer wird, ist das ja schon mal die halbe Miete. Ne? Und ich habe noch mal ein Verdichterrad rausgekramt, was da ursprünglich zu der Turbine dazugehört. Mhm. Das heißt, das ist das originale Borg-Warner-Rad. Genau. So. Aber ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, 116 ist halt auch wirklich echt ein Kavenzmann, ne? Auch wenn man so plan drauf guckt. Das ist schon eine Scheibe, ja. Ist das schon ein fettes Ding. Rumpfgruppe habe ich zusammengebaut. Vormontiert. Ist vormontiert, angezogen. Die können wir jetzt dann unter Öldruck dynamisch wuchten. Alles klar. Cool. Das heißt, man wuchtet es unter Öldruck. Das heißt, wenn den Lader ölen würde, würdet ihr das auf der Maschine auch gleich sehen? Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn du ein Bauteil vergessen hättest, jetzt einen Kolbenring oder so, dann würde es mir massiv das Öl hier rausdrücken. Mhm. Das auf jeden Fall. Auch wenn du einen Fehler beim Verbau machst oder da ein Korn reinfällt, also ein Dreck, irgendwas drin ist, dann ist das Teil unmöglich zu wuchten. Also cool. Das ist sozusagen für uns die Abschlussprüfung, ob wir alles richtig gemacht haben. Auch wenn irgendwelche Maßhaltigkeiten nicht passen, wenn die Lagertoleranzen nicht stimmen, dann ist das einfach unmöglich, das Teil zu wuchten. Ganz kurz für euch schon mal, Thema Wuchten. Man braucht unheimlich viel Luft. Da kommen wir gleich drauf. Guckt euch mal bitte diesen gefühlten Dash 3000 Anschluss an, was hier an Luft gleich zum Wuchten notwendig ist. Also das hier ist euer Wuchtraum. Ja. Man hört das schon, es ist leicht gedämpft, weil es so laut ist. Wir haben irgendwann ganz früher bei euch einmal was gewuchtet und haben es eigentlich immer gemieden, weil es ist so laut, man kann es eh nicht filmen am Ende. Nee, das Mikrofon geht eigentlich drauf. Also es ist nur eine Störfrequenz eigentlich, größtenteils. Aber wir haben jetzt hier eine imaginäre Abgasseite. Genau. Wo genauso wie später die Luft durchströmt, wie im Betrieb. Das Abgas, genau. Mhm. Das wird jetzt versorgt, kommt hier hinten komplett durch, geht durch die Abgasturbine, geht dann hier wieder raus und kommt dann nach hinten wieder in den Raum geflutet sozusagen. Wie viel Luft braucht man also? Die ist eingestellt auf 11 Bar. Mehr geht dann natürlich auch später. Mit dem Querschnitt gehen gleich 11 Bar auf? Dauerhaft? Ja, 11 Bar liegen hier auf dem Ding. Ja, das schafft der Kompressor unten? Dauerhaft 11 Bar zu halten? Ja, ja, klar. Ja, wir haben zwei Kompressoren mit jeweils 23 kW. Mhm. Und ein System läuft nur für die CNC und Strahlen und Waschen. Da sind nur 6,5 Bar und der ist dann nur fürs Wuchten, mache ich den an. Da sind 23 kW mit 1500 Liter Luftvolumen. Weil jeder, der schon mal so einen Schlauch bei 11 Bar aufgemacht hat, bei dem Durchmesser ist das richtig. Ja, du siehst es dann, dass nachher die Anzeige, die geht dann, wenn ich aufmache, runter und sobald ich wieder zumache, ist sie wieder da. Ich habe am Wochenende in Le Mans auf einen Schlagschrauber gedrückt, der die Arbeit mit 35 Bar. Mit der Gasflasche. Und auch mit einem immerhin so 20 mm Schlauch. Ne? Ja, ja. Also gefühlt fast fällt dir die Hand ab. Ja. Und auch es knallt so dermaßen laut, dass man wirklich schon aufpassen muss, dass keiner um mich rumstellt. Weil das ist auch super billig, die Kohlenschraube.
Okay, prinzipiell geht es dabei hier einfach Wuchtung, Unwucht ist da, würde sich selbst zerstören auf Drehzahl, würde die Lager verschleißen, würde brechen. Nicht zwingend zerstören, also es kann auch sein, dass wenn das Setup relativ gut passt, dass du teilweise keine Unwucht hast oder keine, die unnötig wäre, also die du entfernen müsstest. Aber es ist wie gesagt nochmal ein Sicherheitscheck, ist alles richtig verbaut, passen die Lagertoleranzen, habe ich hier irgendwo ein Problem? Und dann ist es Haltbarkeit und Laufruhe. Ein Turbolader, der eine Unwucht hat, es kann unfassbar laut werden. So, dass du meinst, da geht jetzt gleich kaputt wegen der Unwucht. Krass, nur weil das so genau, das ist die Frequenz, genau. Und wie erkennt der jetzt hier, wie ist da so die Unwuchtaufnahme? Also wie erkennt er die Unwucht? Ja, dieser Adapter hier, der ist so Gummi gelagert, diese Aufnahme, und der erkennt das über Frequenzen. Ach, der nimmt hier über das Teil, über den Sensor hier, nimmt er die Drehzahl. Das magnetisiert man hier vorne, die Mutter, und da erkennt er dann, wie hoch die Drehzahl ist und in welchem Bereich, über die Achse, die ich magnetisiere, kann er mir dann auch sagen, an welchem Punkt die Unwucht ist. Und dementsprechend zeigt das mir dann hier auf dem Bildschirm an. Also eigentlich relativ einfach sogar, ne? Ich hätte jetzt gedacht, hier so richtig so mit Band, was da so rüberläuft, wie man es von Kurbelwellewuchten kennt und so. Nee, das ist dann statisch wuchten. Genau. Okay, da und dynamisch ist wirklich. Dynamisch ist wirklich unter als Bauteil. Genau, als komplettes Baugruppen. Mit wie viel Umdrehung lassen wir jetzt gleich drehen? Das, wie gesagt, das geht natürlich. Irgendwann fehlt mir die Antriebsleistung, da brauchst du dann schon sowieso so Heißgas, weil du kannst es mit Druckluft nicht mehr betreiben. Aber ich sage jetzt mal, ich schätze mal, wir schaffen mit dem Laufzeug nur noch 70.000. Ja, so. Immerhin. 70.000 ja schon. Und in der Größe hat er im Betrieb noch viel mehr als 70.000? Nee, theoretisch die Maschine hätte sogar einen Speed Guide. Der zeigt dir an, das ist der Durchmesser, der größte Durchmesser, den es hat. Und der zeigt dir dann die Drehzahl an. Mhm. Genau. Das heißt, wir sind hier. Aber wir sind hier, muss man ehrlicherweise sagen, das sind nur 520 Meter, glaube ich, die Sekunde, die das anzeigt. Aber man kann halt dann sagen, wir müssten theoretisch hier irgendwo rauskommen. Ja, ja. Bei 120 wären es noch maximal 75.000. Ja. Also ich sage jetzt mal, bei 580 Meter pro Sekunde. Tucken mehr so. Ja, genau. Ist mehr. Okay. Also ich schätze mal, bei dir im Betrieb wird er so an die 100 drehen. Er zeigt uns dann aber schon an, auf welcher Seite du wuchtest, oder wuchtest du nur noch auf den Verdichterrad? Es wird immer nur auf der vorderen Verdichterradseite oder hier an der Mutter gewuchtet. Okay, das heißt, die hintere Seite ist jetzt fest, da geht eh nichts mehr. Genau, da kann ich nichts wuchten. Dann let's go. Also es war leider zu laut hier zum Filmen drin, plus Sören hat ein bisschen Angst bekommen, weil wenn hier was verrutscht wäre mit dieser großen Turbine und 70.000, 80.000 Umdrehungen, ist das schon ganz gut Masse, die hier durchlaufen liegt. Ja, da stelle ich mich gerne daneben, anstatt direkt davor. Das heißt, wir sind einfach rausgegangen und gucken uns jetzt das Ergebnis an. Ist jetzt schon gewuchtet? Jetzt ist fertig, ja. Ich habe vorne an der Mutter. Nee, sieht man so ganz bisschen was. Genau, am Verdichterrad habe ich was entfernt. Aber das ist ja gar nichts, ne? Also das ist nee, ja und hier an der Mutter, hier siehst du es. Ah, da, okay. Da habe ich relativ viel weggenommen, ja. Mhm. Das ist der obere Peak sozusagen. Wie kommt, also man sieht selbst hier so Schwingung, ne? Also verdoppelt sich das immer wieder dann mit der Drehzahl, oder ist einfach nur Zufall, dass das bei verschiedenen Drehzahlen. Ja, das ist aber auch ganz normal. Wenn das komplett ohne Schwingung wäre, dann wäre auch ein Problem. Dann wäre auch was scheiße. Genau. Ja, aber angenommen, wie war das jetzt vorm Wuchten? Du hattest hier jetzt als Beispiel bei. Ich hatte, der untere Peak war so bei 3G und der obere Peak für die höheren Drehzahlen war so bei 4G ungefähr. Und wir haben auch tatsächlich fast 74.000. Also jetzt beim letzten Lauf habe ich nur 72,8 geschafft, aber davor, ich habe auch schon 75.000 geschafft. 4G heißt Kraft 4G oder 4 Gramm? Nee, das ist Kraft 4G. Sauber. Deswegen ist es schon hässlich. Ja. Bei der Masse ist da ja schon was drin los dann, ne? Ja. Und woher weißt du dann, wie du hier ansetzt? Also wenn da jetzt ich habe die Mutter magnetisiert über meine Markierung hier vorne. Mhm. Das ist meine 12 Uhr Markierung. Darüber tue ich die Mutter magnetisieren. Und dann habe ich hier meine Cursor, die ich fahren kann. Und dann sehe ich oben in der Uhr, da zeigt er mir an, auf welcher Position sozusagen die Unwucht ist. Und dann muss ich aber immer auf 9 Uhr schneiden. Weil das fährt das Teil hier rüber. Da kann ich meine Hand ablegen und dann kann ich da schneiden. Also ich drehe halt sozusagen, wenn es jetzt auf 12 Uhr ist, stelle ich die Markierung auf 12 Uhr und schneide aber immer auf 9 Uhr. Also schneiden heißt händisch mit Fräser? Genau, ich habe zwei verschiedene. Ich habe einmal so einen mit so einer Korundscheibe vorne dran. Den nehme ich für die Mutter vorne her zum Schleifen. Und den kleinen Fräser hier, den nehme ich dann für die Blades am Verdichterrad dazwischen. Aber du hast jetzt keine Anleitung, wie viel in dem Moment da weg muss? Nein, das ist alles Gefühlssache und halt
desto mehr du gemacht hast, umso mehr kennst du dich aus. Learning also gerade auch unterschiedliche Lagertypen reagieren unterschiedlich, unterschiedliche Laufzeuge reagieren unterschiedlich, das ist dann Erfahrung. Aber wenn man mal so 15.000, 20.000 Rumpfgruppen gewuchtet hat, dann weißt du, echt so viele? Ja, mittlerweile denke ich schon, ja. Das auch, man sieht da auch schon, man kann auch schon sehen, anhand wie sich die verändern. Auch der untere zum oberen, wenn der jetzt die ganze Zeit sich dreht und irgendeine minimale Bewegung schon überall was Unterschiedliches anzeigt dann, und die Unwucht relativ hoch ist und so zappelt, dann sieht man auch schon, okay, da ist irgendwas. Da geht irgendwo innen was an oder da ist Dreck drin. Also geht eigentlich nicht zu wuchten. Kann man direkt nach dem ersten Fahren aufhören. Aufhören, ne? Wir zerlegen und gucken, wo das Problem ist. Genau, wo ist da Dreck reingekommen? War noch im Gewinde irgendwo was vom Einschrauber, wenn ich den reinschraube, mein Adapter und das Gewinde, da ist noch irgendwo ein kleines Fitzel gewesen, das ist jetzt reingefallen beim Reindrehen. Du kriegst nicht mehr gewuchtet. Krass. Also schon feinfühlig das Ganze. Genau, das ist sozusagen die Endkontrolle von der Rumpfgruppe. Genau, ihr wisst jetzt, ist wuchtig und B, läuft kein Öl raus. Genau. So, das heißt, selbst wenn jetzt Kunde anruft und sagt, ey, das Ding ölt, könnt ihr halt schon sagen, mit. Was hatten wir? 3 Bar? 3,5 Bar? Ja, 3 Bar fahren wir ungefähr. Ja. 3 Bar passiert auf jeden Fall schon mal X, ne? Okay, jetzt geht's eigentlich montage. Ja. Kann losgehen. Ah. Ist schon guter Kevinsmann. Mhm. Turbinengehäuse ist fest. Alles schön sauber geworden. Aber gut, bei gut 2 mm. Ja, da ist jetzt aber auch wieder langsam Maximum erreicht für das Gehäuse, ne? Ja, mehr geht nicht, ne? Also, so, also du siehst ja die Klemmung vom Hitzeschild, wo es hier aufliegt, da ist dann Ende, ne? Weil logischerweise kann das Rad nicht größer sein als das, was durch den Einlass da durchgeht? Genau. Das ist das Maximum, was das Hitzeschild Auflagefläche hergibt, ist dann vorbei. Und hier können wir noch mal einmal kurz zeigen, besagte Stutzen. Das ist alles ein reingeschraubtes Teil von der Seite? Genau, das ist ein komplettes Drehteil bei uns auf der Drehbank. Weil selbst hier auch nicht genug Fleisch fürs verdichte Rad wäre? Richtig. Durch den original Heilflussstutzen, die da normalerweise drin sind, würde der einfach vorne rausfallen, der vordere Ring. Deswegen machen wir das mit einer Gewindelösung und schrauben den Ring komplett inklusive Kontur da rein. Und das Heilfloh passt halt jetzt natürlich auch zu unserem Rad. Würde zu dem anderen Rad nicht passen, weil das ja eine andere Geometrie ist von den Splitblades her. Ah, das heißt, man braucht an einer bestimmten Stelle den Einstich. Genau, du brauchst den Einstich immer vor dem Splitblade. Muss der Einstich genau drin sitzen. Sonst funktioniert das nicht richtig. Davor heißt weiter vorne oder weiter hinten? Nee, ist da zwischen den beiden Blades. Zwischen den beiden, ja, okay. Genau. Krass. Weil sonst einfach gar nicht. Also weil es in die nicht verdichtete Seite übertrieben gesagt reinpusten muss. Ne? Genau. Ja, dann lass uns mal als kleines Finale, damit wir optisch schon mal was sehen. Wir können es leider nicht zusammenbauen, weil ich vergessen habe, die Klemmplatten mitzuschicken. Ja, du hast das Teil in Einzelteilen geschickt. Die werden wir im Livestream damals beim Zerlegen einfach rausgekloppt haben. Das ist schon echt ein ganz schöner Häcksler so, ne? Mhm. Ich bin mal gespannt, was da mal rumkommt. Man kann ja gefühlt, kann man hier definitiv durchgucken. Krass. Ja, sehr schön. Also deine Prognose, 100 PS, ja. Max. Genau. Ich bin gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, ja. Vielleicht auch mehr. Wir müssen auf jeden Fall das Kraftstoffsystem umbauen, das wird das nicht mehr hergeben. So viel Luft nach oben ist definitiv nicht mehr. Ja, war ja wahrscheinlich auch das Problem mit Kraftstoff, ne? Variante 1, Tank leer. Mhm. Variante 2, nur einmal eine Luftblase, die sich dann einfach oben raus durchgezogen hat. Ja, ja. Lieber fluten mit Sprit. Irgendwas, genau, das wollte das Steuergerät auch machen, aber scheinbar kam nichts. Weil es sah definitiv so aus, als wenn es normal wäre. Vielen, vielen Dank an die Einblicke. Vielen, vielen Dank an die Firma TTE. Ja. Wieder ein bisschen Turboladertechnik. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.